Ja, grüßt du was, meine дорогие. Ich begrüße euch, meine Lieben. Мне бы очень хотелось передать вам древнюю шаманскую мудрость. Ich würde euch gerne eine uralte schamanische Weisheit weitergeben. Сейчас вы часто меня спрашиваете. Jetzt fragt ihr mich sehr oft. А почему же Бог допустил на земле столько страданий и особенно войны? Wieso hat Gott auf der Erde so viel Leid zugelassen und besonders den Krieg? Und jetzt werde ich euch uraltes Wissen von Tengri Khan selbst weitergeben. Изначально Тенгри создал только самые высшие миры, где обитали только ангелы. Von Beginn an hat Tengri die allerhöchsten Welten geschaffen, wo nur die Seelen von Engeln gelebt haben. Die Angel находились там в состоянии блаженства, в состоянии истины. Und die Engel haben sich dort befunden in einem Zustand der Wahrhaftigkeit, der Auflösung in Gott. Но эти состояния они испытывали потому, что были частью Бога. Aber diese Zustände haben sie deswegen gespürt, weil sie ein Teil von Gott waren. И очень скоро Тенгри увидел, что ангелы присытились этим состоянием блаженства, они перестали его ценить. Und sehr bald hat Tengri gesehen, dass die Engel übersättigt waren mit diesem Zustand der Göttlichkeit in sich und sie haben aufgehört, das wertzuschätzen. И тогда Тенгри создал самый грубый физический мир – землю. Und dann hat Tengri die allergrobstofflichste physische Welt geschaffen, die Erde. Ангелы стали воплощаться на земле, и на земле они познали, что такое трудности, что такое страдания. Und dann haben sich die Engel auf der Welt inkarniert. Und dann haben sie erfahren können, was Schwierigkeiten sind, was Leid ist. И когда души ангелов познали страдания, то они научились ценить, что же такое блаженство, которое находится в высших мирах? Und als die Engel angefangen haben, das Leid zu spüren, dann haben sie begonnen zu wertschätzen diese Auflösung in Gott, diese göttliche Zustände in den höheren Welten. И самое главное, души ангелов начали мудреть, становиться более мудрыми. Произошел процесс развития. Und das Allerwichtigste ist, die Seelen der Engel haben angefangen, weiser zu werden. Und es ist ein Prozess der Entwicklung entstanden. И особенно, когда на Земле идет война, людям нужна помощь. И в такой ситуации души ангелов просыпаются. Und besonders, wenn auf der Erde Krieg herrscht, dann ist es eine sehr starke, intensive Situation. Und genau in diesem Moment wachen die Seelen der Engel auf. Наша задача, как можно больше в себе раскрывать возвышенные эмоции. Und da ist unsere Aufgabe, so viel wie möglich in uns erhöhte Emotionen zu entfalten. И в такой ситуации мы эти возвышенные эмоции транслируем миру и помогаем тем людям, кто находится в бедственном положении. Und in so einer Situation geben wir solche Zustände weiter an die Welt und helfen somit Menschen, die in sehr schwierigen Situationen sich befinden. И людям, которые попали в ситуацию войны или экономический кризис, или которые получили несправедливость от политиков, они начинают более гармонично воспринимать проблемы, то есть их душа тоже принимает трудности. Und in Situationen, wo Menschen in eine schwierige Kriegssituation gekommen sind oder wirtschaftliche schwierige Situationen oder in Situationen, die von Politikern geschaffen worden sind, dann sind diese Seelen auch fähig, diese Situationen anzunehmen durch uns, durch unseren Zustand, den wir weitergeben. Und wisst ihr, was das Allerbeeindruckendste ist? Wenn die Menschen sich vereinen zum Gebet, dann erwacht in ihnen ihr Engelswesen. И когда ангелы исполняют свою миссию, они испытывают возвышенные эмоции, то...
Und wenn die Engel ihre Mission erfüllen und sie erhöhte Emotionen spüren, то тогда те люди, кому по карме дано тяжелые страдания, проходят эти страдания намного легче. Dann durchlaufen die Menschen, die vom Schicksal ein schweres Karma bekommen haben, die durchlaufen diese Situation sehr viel leichter. Я знаю, если вы смотрите это видео, это значит, что внутри вас очень сильная ангельская природа. Und ich weiß, dass wenn ihr dieses Video anschaut, dass in euch eine sehr starke Engelsnatur steckt. Ja, я знаю, как вам хотелось бы помочь в этой сложной ситуации, когда сейчас мир находится в состоянии войны. Und ich weiß, wie sehr ihr alle helfen wollt in dieser schwierigen Situation, wo die ganze Welt sich in einem Zustand des Kriegs befindet. Und genau dann versucht nicht über eure irdische Natur zu nachdenken, um eure eigenen Wünsche, Bedürfnisse. Es ist, als würden wir alle unsere gewöhnlichen irdischen Aufgaben nach hinten legen. Ja, und wir beginnen mit großen, возвышенen Emotionen, обращаться к людям und приглашать их на молитву. Einfach beiseite legen. Ja, und wir beginnen mit erhöhten Emotionen, einfach Menschen einzuladen zu einem Gebet. Когда нас соберутся тысячи-тысячи людей, у кого открыта ангельская природа, когда мы будем молиться. Und es ist wirklich so, wenn wir Tausende und Abertausende von Menschen sein werden, die ihre Engelsnatur entfalten, тогда не только остановится война. Dann wird nicht nur der Krieg aufgehalten werden. Тогда у нас будет такая сила, чтобы изменить вообще диссонансные моменты нашего мира, какие-то грубые ситуации в мире, которые постоянно приводят к войне. Dann haben wir die Möglichkeit, diese Situationen, die Dissonanz haben, das heißt schwierige Situationen, die uns immer zu grober Energie führen, zu Konflikten, zu schwieriger Energie, diese können wir auflösen. Die задача ангельской души проявить свою природу здесь, в грубом физическом мире, и своими возвышенными эмоциями, любовью трансформировать. Und die Aufgabe eines Engels ist, diese grobstoffliche Welt durch seine erhöhten Emotionen zu transformieren. Und dadurch wird sich diese Welt hier, die grobstoffliche Energie, verändern. Und ich rufe euch auf, eure Natur des wahrhaftigen Engels in euch zu hören. Und erlaubt dieser Natur in euch, sich zu verkörpern. Und öffnet diese Natur eines Engels in euch, öffnet sie und ladet andere ein, andere zum Gebet ein. Wir warten auf euch. Die Kraft der lebendigen Schamanentrommel ruft sie zu den Kraftorten. Trance-Praktiken, Flüge in andere Welten, Kontakte mit uralten Zivilisationen und die Bestimmung der eigenen Berufung. Alles das finden Sie im nächsten Seminar. Seien Sie mit der Kraft. Seien Sie im Kraftort.